Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy VIII. Ja, Freunde, das sieht jetzt ein bisschen chaotisch für euch aus. Ich hab's euch ja angedroht. Ich find's selbst lustig, hört mal die Musik. Die klingt so geil. Ja. Der Kampf läuft gerade mit dreifacher Geschwindigkeit. Wir kämpfen gegen einen Rubrum-Drachen. Und ich zeige euch, wie gesagt, ich kommentiere das gerade nach. Ich habe das kurz nach der Solly-Aufnahme, also mit meinem Gast, habe ich das noch abgedreht, weil ich konnte ja nicht speichern. Habe ein bisschen was anderes ausprobiert und ich muss sagen, es ging auch deutlich einfacher mit meiner Technik, die ich gleich anwende, nämlich Diabolos, ja. Der ist ja eigentlich sehr zuverlässig, wenn es darum geht, Gegner mit viel TP ein bisschen, ja, zu reduzieren. Jetzt sehen wir es gleich. Sieht knuffig aus, oder? Ja, ich habe das bewusst um 300% schneller ablaufen lassen, weil ich glaube, das läuft jetzt um die 3,5 Minuten. Würde ich es auf normale Zeit ablaufen lassen, dann wäre das ein 9-minütiges Unterfangen. Und demnach wäre es die Hälfte des Partes. Das muss nicht sein. Ja, da macht er schon wieder seine super tolle Attacke. Quistis stirbt, aber ist egal. Diabolos werde ich jetzt immer wieder machen, solange es geht. Und ich habe noch eine andere geile Taktik gefunden, aber ja, das seht ihr dann gleich. Richtig episch wird es in den darauffolgenden Kämpfen. Ah ja, genau, ich habe noch getrawt. So viel Zeit muss auch sein, deswegen hat der Kampf auch ein bisschen länger gedauert. Meteor, ihr seht's. Kann man verdammt gut ziehen von einem Rubrum-Drache. Nicht nur Squall, sondern auch die anderen. Ja, klingt toll, ne? Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr davon haltet. Oder hättet ihr jetzt, ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich weiß, ihr mögt es ausführlich. Ich weiß, dass ihr nichts dagegen habt, wenn so ein Projekt länger geht. Aber hättet ihr diesen Kampf jetzt gern in fetten 10 Minuten gesehen? Ich weiß ja nicht. Deswegen habe ich das ein bisschen abgekürzt, weil ich sag mir, gut, Kämpfe schneide ich normalerweise raus. Aber das hier ist ja genau genommen ein Story-Gegner. Denn man muss ihn machen, um an sein Ziel zu kommen, hier in dieser künstlichen Forschungsstation. Hat alles seinen Sinn, werdet ihr dann gleich das nächste Mal sehen. Und es ist auch der letzte Rubrum-Drache. Ich glaube, ich habe das letzte Mal gesagt, ich müsste noch zwei weitere machen. Nein, dieser eine reicht. Vorausgesetzt natürlich, man gibt die richtige Antwort, aber die werdet ihr noch erfahren. Ja, ich find's lustig. Ich habe das erst letztens bei Demon's Souls auch gemacht. Da habe ich auch meine Stimme in der gleichen Geschwindigkeit abgespielt. Ja, ich klinge lustig als Mickey Mouse, muss ich schon zugeben. So, jetzt nähern wir uns auch schon langsam dem Ende des Kampfes. So schnell kann es gehen. Wir haben fertig getrawt. Die Leute haben so gut wie Meteor voll. Und durch unseren Diabolos-Einsatz, der jetzt leider tot ist, aber macht nichts. Wir haben noch ein paar andere Tricks dann im nächsten Kampf, werdet ihr dann sehen. Ja, echt süß, oder? Gleich haben wir es geschafft. Es müsste jetzt eigentlich jeden Moment aufhören mit dem Thorn. Sagt mir zumindest meine, mein Aufnahmedingens. Mal schauen. Okay. Ja, okay, es geht doch noch ein bisschen weiter, habe ich gerade gesehen. Ja, dieses Ziehen dauert natürlich wieder ein bisschen. Letztendlich hätte der Kampf also keine 10, sondern 15 Minuten gedauert. Stellt euch das mal vor. Ich glaube, ihr seid mir dankbar, dass ich das abgekürzt habe. Ja, zwischendurch mache ich immer mal eine Pause, um zu überlegen, was will ich jetzt überhaupt machen. Aber es hat sich gelohnt. Ich meine, diese ganze Draw-Dinger, ihr kennt das. Wenn jemand von euch Final Fantasy VIII gespielt hat, dann wisst ihr, man kommt nicht drum rum, gerade bei den stärkeren Gegnern, die geilen Zauber, man will sie drawn. Ich konnte nicht widerstehen. Ihr könnt euch demnach vorstellen, wie das normalerweise abläuft, wenn ich sage, ich mache jetzt eine Level-Phase oder eine Draw-Phase. So in etwa. Wobei ich natürlich zugeben muss, dass dieser Gegner ja ein bisschen stärker ist wie die bisherigen, aber daran muss man sich leider gewöhnen. Finde ich auch gut so, dass das Spiel ein bisschen anzieht. So, ich habe in dem Kampf unglaublich viele Erzengel-Magien verbraucht. Das ärgert mich ein bisschen, weil ihr wisst ja, es sind doch sehr selten. Aber was soll's, man kann ja nicht alles haben.
So, jetzt aber endgültig. Ja, Squall ist der Einzige, der nach wie vor Schaden macht. Das konnte ich leider nicht wirklich abwenden. Und viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, mein Gott, der schafft nie den Endgegner. Ja, aber wartet trotzdem mal ab. So, das müsste seine letzte Attacke gewesen sein. Jetzt sollten wir den Rubrum-Drachen ins Jenseits schicken. Und dann geht's auch normal weiter. Jo, Freunde, da sind wir wieder zurück. Ihr habt diesen Kampf ja jetzt im Speed-Mode gesehen. Ich habe es nachkommentiert. Und jetzt bin ich wieder live in der Aufnahme drin. Ich muss mich korrigieren. Oh, ich habe mich wahrscheinlich sowieso schon korrigiert in der Nachkommentierung, die ich sowieso noch erst nachkommentieren muss. Ist für mich ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall müssen wir keinen weiteren Rubrum-Drachen mehr töten, wenn wir es jetzt richtig anstellen. So, das hat sich doch nochmal gelohnt, wie ihr seht. Danke, danke, danke. Aber jetzt kommt die große Frage der Fragen. Warum wollt ihr den Kampf? Wir werden nicht das erste nehmen. Wir werden auch nicht das zweite nehmen. Wir nehmen das geheimnisvolle dritte. Warum wollt ihr den Kampf, um jemanden zu beschützen? Lass mich in Ruhe, weil du... Ja, wir haben, weil du genommen hast, dann... Okay, gut zu wissen. Weil ich selbst die Antwort suche. Uns zum Kampf herausforderst. Ja, das ist eines der größten... Eine interessante Antwort. Ja, Freunde, eines der großen Geheimnisse von Final Fantasy VIII und somit auch einer der schwersten Endgegner überhaupt. Welcome, Bahamut! Yay! Er darf natürlich nicht fehlen. Man nennt mich Bahamut, der König der GF, Bahamut. Ihr nennt uns GF? So nutzt ihr also unsere Macht. Ja, und wir werden auch dich nutzen, zumindest werde ich es versuchen. Was hast du denn? Flair, Vikra, Erzengel, Antizet, das ist natürlich alles schönes Zeug, aber das können wir unmöglich jetzt hier in diesem Kampf benutzen. Ja, ihr habt es gesehen, der Rubrum-Drache. Eigentlich hätte ich ihn gar nicht schnell ablaufen lassen müssen, denn ich hatte ihn ein bisschen schneller machen können, dank Diabolos. So, und hier sieht es nicht so gut aus, was physische Treffer angeht. Nein, da ist jeder schwach, selbst Squall macht da nicht viel. Deswegen werden wir unsere Taktik wechseln und ich werde erstmal einen Cerberus nehmen. Das könnte hier in dem Kampf gar nicht mal so schlecht sein, wenn wir dreifach zaubern können. Ja, was mache ich noch? Ja, es sind leider schon ein paar GFs tot von diesem Vorgeplänkel, was mich ziemlich anödet. Ich habe gerade gesehen, unser guter Xell hat ganz übel Schaden bekommen. Das werde ich jetzt erstmal mit dem Vikra auskurieren. Du hast doch Vikra, ja, sogar 100 Mal. Bitteschön. Ich habe keine Ahnung, ob wir gegen ihn eine Chance haben, ganz ehrlich. Er ist wirklich einer der absolut stärksten. Und in meinem jetzigen Zustand ist es eigentlich ein Witz, gegen den König der GFs anzutreten. Aber naja, gucken wir mal, was unsere GFs, unsere restlichen GFs so machen. Cerberus, wie gesagt, der macht jetzt nur einen Triple-Zauber, weil ich werde alles rausbrechen, was ich habe. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Ultima-Zauber und so ein Zeug. So, das ist genau das, was wir jetzt gebrauchen können. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Also Bahamut, wer hat vor ihm nicht Respekt, ganz ehrlich. So ein anmutiges Tier. So, jetzt probieren wir das mit dem Triple doch gleich mal aus. Triple Ultima habe ich jetzt einfach mal vor. Mal gucken, ob es klappt. Zack, zack, zack. Und hoffentlich macht es auch gut Schaden. So, und hier mache ich ein Solo Vitra auf Xell. Mal schauen. Bitte, bitte, mach gut Schaden. Sonst habe ich keine Chance. Ja, das ist in Ordnung. Es könnte besser sein, aber... Triple, immerhin. Ja, ich denke... Ich weiß, es ist eine zwiespältige Sache. So ein unglaublich wertvoller Zauber, der so krass... Einfach nur krass die Werte erhöht. Den... auszugeben, aber Leute, bei so einem Endboss, ganz ehrlich, dafür ist es da.
das bin selbst ich nicht zu knausrig. Und ich meine, insgesamt betrachtet ist das doch gut Schaden, was wir eben da jetzt gemacht haben. Das gleiche können wir jetzt auch mit anderem Zeug noch ausprobieren. Wir haben ja zum Beispiel auch noch Holy. So. Jetzt macht er Blitzger. Okay, das werde ich jetzt erstmal ignorieren. Ach ja, genau, ihr habt es ja mitbekommen. Ich habe Meteor ein bisschen gezogen, nämlich ziemlich voll. Finde ich ziemlich geil. Mal gucken, was das jetzt abzieht. Ich darf aber nicht leichtsinnig werden. Obwohl, das geht eigentlich noch. Komm, wir machen noch einen Triple. Und hauen noch so was Geiles raus. Ich schaue jetzt erstmal zu, was Meteor bringt. Komm, zeig mir deinen Schaden. 400, 800, 1, 2, 1, 6, 2, 4, 4, 4. Ja, das ist sogar fast ein bisschen besser wie Ultima, würde ich meinen. Deswegen mache ich das jetzt auch, weil wir davon mehr haben. Ja, rechnet ruhig mal mit. Das ist ein bisschen mehr wie 2400, glaube ich. Ich versuche nur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 10 Treffer. Das sind knapp 4000, was wir da machen. Und da er es dreimal macht, sind das ganze 12.000 Damage, Leute. Also, das ist deutlich besser wie Ultima. Klar, Meteor ist nur so effektiv, wenn man gegen einen Gegner kämpft. Ansonsten würde sich der Schaden aufteilen. Das hat uns der Rubrumdrache etwas zu oft, meiner Meinung nach, präsentiert. Ja, sehr geil, ey. Ich glaube, mit der Taktik schaffen wir den locker. 12.000. Wenn das jetzt alle drei machen, rechnen es euch mal aus. Der arme Bahamut. Da tut mir fast schon leid. Ja, aber da bin ich erleichtert. Mit der richtigen Taktik geht alles in Final Fantasy 8. Kein Gegner ist ja auch ein Übermensch, dank des angepassten Levels. Und mal ehrlich, diese GF hätte ich doch schon verdammt gerne in unsere Reihen. Ja, nachdem der letzte Gastpart wieder so failig war, geht's dafür jetzt wie im Montag zuvor wieder ganz gut zur Sache. Wir werden nach diesem Kampf definitiv einen Test machen. Und dann müsste ich noch was hier in dieser Gegend erledigen, ja. Wenn ich mich nicht komplett irre, müsste es hier noch eine weitere GF geben. Naja, muss ich mir dann nochmal durchlesen. Auswendig weiß ich leider nichts mehr. Ach Mensch, Bahamut. An deiner Stelle würde ich das Fliegen aufgeben. So viele Meteore, wie da jetzt herunterhageln. Ich habe nichts anderes momentan mit dir vor, mein Freund. Und deswegen machen wir einfach so weiter. Er ist total perplex. Er macht... Oh, doch, jetzt macht er wieder was. Aber gut, das kann ich jetzt mal kurz ignorieren. Ich hau jetzt einfach weiter rauf. Es macht gerade so viel Spaß. Ah, ich bin so fies manchmal. So. Alle drei machen's. Ach, göttlich, Leute. Ja, ich... Es ist... Der einzige Nachteil natürlich, es dauert. Ich könnte euch ja in der Zwischenzeit was erzählen. Ja, ich habe diesmal ein bisschen sehr viel in Voraus aufgenommen, muss ich sagen. Das hat einen einfachen Grund. Vor genau einer Woche habe ich, ja, diese wunderschöne Liebesszene aufgenommen mit der Ragnarok, ihr erinnert euch. Und an dem Tag habe ich auch die vier weiteren Folgen aufgenommen von Final Fantasy 8 für die Woche, weil die gute Solly da gerade an diesem Montagabend Zeit hatte. Deswegen habe ich mich da ein bisschen beeilt. Jetzt ist es natürlich so, dass ich nach Sollys Auftritt immer noch nicht speichern konnte. Und deswegen ist es jetzt immer noch für mich der gleiche Montagabend vor einer Woche. Und ja, habe noch nie so weit im Voraus aufgenommen für ein Spiel. Noch nie. Naja, ich werde trotzdem natürlich wie immer auf euch eingehen können. Habt ihr die Antwort gefunden? Das war's schon? Ja, kämpfen einfach gemacht. Muss auch mal sein. Das war's mit Bahamut. Hyperrive und Bahamut-Karte. Oh, ich glaube, die ist auch verdammt gut. 40 AP! Meine Fresse. Nicht schlecht. Aber die meisten haben, glaube ich, nichts mehr gelernt. Hm. Ja, wir haben Bahamut. Perfekt. So, Freunde. Den werden wir natürlich gleich mal koppeln und dann die Theorie ein bisschen auskosten. Und wieder habt ihr euch den Weg erkämpft. Höchst interessant. Ja, ich glaube nämlich, das war's hier noch nicht. Aber ich will jetzt erstmal hier raus. Ich hoffe, das ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt erstmal rausgehe. Nee, ich denke nicht.
Meine Güte, die Forschungsinsel. Geiles Gebiet. So, jetzt ist nur das Problem. Ich muss ja jetzt erstmal eine Landestation finden, um überhaupt speichern zu dürfen, ne? Klar, ich könnte auch in meinem Luftschiff speichern, aber... Ach, ich glaube, da geht's schneller fast irgendwo zu landen. Dass ich in dem Luftschiff bin und da zum Speicherpunkt getappelt bin. Och nö, jetzt habe ich X gedrückt und der Idiot geht schon wieder auf die Forschungsinsel. Ah, oh, Mann! Na gut, was soll's, dann machen wir eben hier unsere Geschäfte, die wir machen wollten. Nämlich... Bahamut. Verdammt, ich muss eine kurze Pause machen, Leute. Ich muss Seed-Test nachgucken, was ich da falsch hatte. Und ich muss gucken, wer Bahamut bekommt. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Und ja, Freunde, in dieser Forschungsanlage gibt es tatsächlich noch etwas. Ich habe mir das mal kurz durchgelesen, aber wir werden damit noch warten. Nein, wir warten nicht zu lange damit. Ich werde das definitiv noch in dieser optionalen Phase machen. Aber zum Schluss. Denn ich möchte unbedingt davor noch eine andere Sache erledigen und natürlich, wie gesagt, unbedingt die neuen Waffen haben. Denn ansonsten, glaube ich, haben wir dagegen keine Chance. Das mit Bahamut war ja auch irgendwie durch die Taktik ein bisschen mehr Glück wie Verstand. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen weiter mit einem Test. Genau, ein bisschen Theorie muss ja jetzt auch sein. Wo haben wir es denn? Config. Ja, Config. Nein, Config nicht! Verdammt nochmal! Oh, ich bin doch die größte Null hier manchmal. So. Level 26, da war ich keine Null. Da haben wir 90 Punkte gemacht. Aber das sind natürlich 10 zu wenig. So, ja, ja. Und hier hatte ich meinen kleinen Fehler. Das ist nämlich ein Nein. Ansonsten ja, nein, ja, nein, ja, nein, nein. So, vielen Dank mal wieder an Vidi, die mir bei diesem kleinen Fehler geholfen hat. Und wir machen jetzt Level 27. Durch Hast verringert sich die Erfolgsquote beim Draw. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der Seed Sold hängt von der Anzahl der besiegten Gegner ab. Ich weiß, dass der Seed Sold sinkt, wenn man keine Gegner gemacht hat. Aber hängt er jetzt... Ja, irgendwie schon. Es gibt eine Ability namens GF mal 2. Mit der kann man 2 GF auf einmal beschwören. Nee, das wäre jetzt lustig, aber ich glaube, das gibt's nicht. Um die Items automatisch zu ordnen, muss man im Menü den Punkt selber wählen. Nee, selber, dann ordnet man es doch selber. Jedes Monster hat mindestens eine Schwachstelle. Ja, irgendwie schon, ne? Was ist das für eine doofe Frage? Ach, ja. Bio lockert die Moleküle des Gegners auf, um so seine Abwehr zu schwächen. Ich hab gedacht, es vergiftet einfach nur, aber... Nee. Beim Angriff von hinten wird die Flucht schwieriger. Weiß ich auch nicht. Das sind echt schwere Fragen jetzt. Also diesmal habe ich ein ganz mieses Gefühl. Ich glaube, ich werde diesmal echt zum ersten Mal unter 70 sein. Flair ist ein Zauber mit Hitzeelementen. Ja, kann sein. Es könnte aber auch neutral sein, ey. Man kann die Anzahl der besiegten Monster in Erfahrung bringen. Ja, das... Oder? Ich meine, da gibt's sowas. Aber war das in diesem Spiel? Ach, ja... Die Charaktere, die an den Kämpfen nicht teilnehmen, erhalten trotzdem ein wenig XP. Nö. Wow, doch noch so gut? 80 von 100? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich habe mich so im 30er, 40er Bereich diesmal gefühlt. Naja, anscheinend bin ich einfach gut im Raten. Gut. Ja, wie gesagt, die Forschungsstation... Oh, ich muss ein paar GFs heilen. Da sind mir ja einige verreckt dort unten. Machen wir das eben noch schnell, bevor ich es vergesse. Wir sollten sowieso hier mal wieder ein bisschen aufräumen und so. So, wo ist denn jetzt mein Zeug? Wo ist mein GF-Kram? Irgendwie bin ich gerade blind. Da ist es doch alles. Da haben wir die Returner. Ja, und ihr seht, wir haben nur noch 3 kleine Lücken. Und eine davon möchte ich jetzt auch noch gleich
versuchen zu füllen. Ach, jetzt habe ich aus Versehen den geheilt, aber es ist ihm auch egal. So, wir haben eine neue. Ach, verdammt, da habe ich gerade nicht nachgeguckt, wo die reinkommt, aber ich glaube, die müsste zu Squall. Ich blätter mal eben rum, mit der Hoffnung, es relativ schnell zu finden. Ach, ich überziehe dafür einfach ein bisschen, was soll's. Ah, da haben wir es ja schon, da haben wir es ja schon. Gut. Wir koppeln Barmut nämlich mit Charakter 1, der auch Quetzerkottel hat. Wer hat nochmal Quetzerkottel gerade? Moment, das finde ich am besten so raus. Quistis. Quistis bekommt Bahamut. Koppeln. Willkommen im Bunde, werter Herr. Level 35 hat er schon, nicht schlecht. So, okay. Ja, gut, dann... Oh, hier haben wir noch einen Slot frei. Sehr schön. Dann machen wir doch dann gleich mal Stärke plus 60%, würde ich vorschlagen. Gut, gut. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch mal angucken, was hat denn unser Bahamut denn Feines? Hier ist er. Ja, du kannst bestimmt was Besseres lernen. Rarität, man bekommt eventuell seltene Items. Das ist natürlich ein Leckerbissen, den wir unbedingt brauchen, um unsere Farming-Items und für die besten Waffen besser zu bekommen. Das ist unglaublich wichtig. Hier würden wir auch nochmal Rauben bekommen. Also Bahamut hat unglaublich gute Skills, das merkt ihr schon. Autoprotes, ich bitte euch, das ist doch übelst geil. Auch wenn es verdammt viel braucht. Schrittheilung ist nicht so mein Ding. Öko-Doppel verbraucht nur eine Zaubereinheit bei Doppel. Geil. Und ich glaube, danach kommt auch Öko-Trippel. Richtig gut. Aber gut, ich werde jetzt erst... Der Superwandler erzeugt verbotene Zauber aus Items. Der ist schon komplett. Leute, den gucken wir uns jetzt noch an, weil wir sind ja eh gerade in der Theorie. Anfeuern werde ich jetzt sofort machen. Danach unbedingt die Rarität. Ich werde wahrscheinlich schon eher versuchen, an meine Items zu kommen. Ich muss mir das noch genauer durchlesen, wie wir das machen. Ach, wir kommen heute wahrscheinlich nichts mehr dazu, wenn ich mir das so anschaue. Morgen dann, Freunde, gehen wir über zur nächsten GF. Ich verrate jetzt noch nicht welche, aber ihr könnt euch sicher denken, welche. Nämlich eine, die noch relativ einfach zu bekommen ist. Jetzt gucken wir uns aber den Superwandler an. Bin ich mal gespannt. Das klingt ja richtig gut. Kartenwandler könnte ich auch mal wieder gucken. Habe ich schon lange nicht mehr. Ansonsten kam ja nichts Neues dazu. Okay. Ja, aus dem Ultima-Stein kann ich ein Ultima machen. Welche Überraschung. Ich glaube, hier kann man wirklich nur so die richtigen High-End-Items zaubern und dementsprechend merkt ihr es. Ja, ich hab nix. Super, ey. Nee, also das mit dem Ultima-Stein kann ich auch erstmal lassen. Kartenwandler möchte ich mal schauen. Da haben wir einiges Neues bekommen. Cypher zum Beispiel. Der würde mir eine Platinrüstung mal 3 geben. Beschwörerseele. Final... Alter Verwalter. 100 Final Elixiere für die Bahamut-Karte. Das ist verführerisch. Ihr wisst ja, ein Elixier füllt alles auf und ein Final Elixier dann eben alle 3. Seele der Toten. Adamantine. Adamantine, ich glaube, das werde ich machen. Wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir das fürs Löwenherz. Und ganz ehrlich, ich tausche lieber ein paar Karten, anstatt da großartig anzufangen, Gegner-Items zu farmen, die ganz selten droppen. Werde ich mir nochmal genau durchlesen. Ich zeige euch aber trotzdem auch die Gegnerstellen, damit ihr das wisst. Flairstein, okay. G-Mega-Potion. Okay, Mobolfühler, auch so ein Item, was wir eventuell gebrauchen könnten. Aber gut, Mobole sollten relativ einfacher zu bekommen sein. Diadem. Kokatrice-Feder. Die Zockerseele. Ich glaube, die ist auch für irgendwas sehr wichtig. Holystein. Kraftband. Ja, schon ein paar interessante Sachen drin. Ich werde mir das alles in Ruhe mit dem Buch anschauen. Aber natürlich mache ich das mit euch dann, ja, zusammen. So, na gut, wir machen noch eine Kleinigkeit, damit es nicht ganz so trocken war, der heutige Part. Wobei, hallo, Bahamut besiegt. Nee, wir fliegen noch schnell zur Insel, muss ich sowieso hin, damit ich speichern kann. Und jo. Ich hoffe, ich finde die Insel auf Anhieb. Ich habe mein Buch jetzt zugeklappt und ich will auch nicht wegen jedem Mist reinschauen. Das mache ich jetzt auch, wie gesagt, wirklich nur bei dem optionalen Krempel. So, und jetzt bitte nach vorwärts. Dankeschön. So, die
Wir müssen in die Wüste. Ja, ich hasse Wüstengebiete, aber wir müssen da leider hin. Ja, wenn wir schon davon sprechen, Wüste, könnt ihr euch denken, was da kommt. Altbekannte Gegner. Und des Öfteren gibt es ja davon auch eine große Version und genau die will ich haben. So, mal schauen, ob hier die Wüste kommt oder ob die weiter im Norden war. Ich meine aber hier, ja, das sieht gut aus. Und ihr seht hier einen Kaktor, der aber jetzt auch wieder schon wieder verschwunden ist. Das ist der Kaktor, den wir haben wollen. Ja, da ist er schon wieder. Der taucht immer mal wieder auf und verschwindet auch wieder relativ schnell. Wir müssen diesen Kaktor einfangen. Das wäre unsere Aufgabe für das nächste Mal. Eine weitere GF. So, Freunde. Aber ich mache jetzt definitiv eine Pause. Lass erstmal meine Woche, ja, vergehen. Damit ich dann ab morgen wieder sehr zeitnah für euch aufnehme. Jawohl, denn so macht es mir am meisten Spaß. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 8.